Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stonehearth mit dem Luke. Juhu! Wiederhol das nochmal. Einen wunderschönen. Ach, oh Mensch, es kann reden. Güte. Stell dich ja mal davor. Ah, es spricht zu einem. Mensch. Mikrofon ist fast immer. Ich brauche wirklich ein neues Mikrofon. Ja, das sage ich dir ja schon die ganze Zeit. Mal gucken, irgendwo habe ich noch mein USB-Mikrofon. Das würde ich dir erstmal leihen sonst. Oh, das wäre optimalinski. Aber Wiedersehen macht auf jeden Fall Freude, weil da hänge ich so ein bisschen dran. Das ist mein Heiligtum. Du weißt ja, wo es ist. Ja, U-Boot-Stall, tauch wieder auf und so. Richtig. So, die sind hier fleißig am Rumfuhrwerken. Aufräumen, ihr sollt aufräumen, Leute. Ihr sollt nicht rumsitzen, ihr sollt euch nützlich machen. Und der nächste Dorfbewohner ist da. Ne, jetzt habe ich extra eine Mod, weißt du, dass die 10 Inventarplätze haben, also 10 Sachen tragen können statt eine. Nun kriegen sie den Spaß trotzdem nicht geschissen, oder was? Was ist das denn? Zinnerz? Ja, Erze habt ihr doch ein Lager für. Und so vollgeschissen ist das jetzt auch nicht, ihr müsst nur was machen. Da ist die Tür auch halb geöffnet. Har? Oh, ist die Tür verbuggt? Sammelt die mal auf, bitte, einer von euch. Macht auch keiner. Okay, der muss sich eben Durchbruch durch die... Doch, hat er einer gemacht. So, kommt ihr jetzt vielleicht auf die Idee und fangt an, die Sachen da reinzutragen, oder... Ah, jetzt laufen sie da auch wieder hin. Sehr schön. Na, dann war die Tür wohl buggy. Da ist verrottetes Essen... Da bräuchte man so einen extra Punkt für hier für verrottetes Essen. Keiner so Komposthaufen oder so. Ihr macht euch nützlich. Ja, nützlich, nützlich. Fleißig wie die Bienchen. Summ! Silberbarren, Ist aber stockenfinster dann, ne? Ja, läuft bei denen. Die haben echt einen sehr produktiven Tag, muss man sagen. 2 Stunden arbeiten, den Rest rumstehen und sabbeln. Ja, schade, da müsste von seitens der Hersteller eigentlich nochmal so ein kleines Update kommen, wo ein paar Bugfixes und sowas. Das wäre nice. Das wäre auf jeden Fall echt hyper. Ansonsten läuft das Spiel ja zumindest schon mal länger als die Spielstände, die wir sonst gemacht haben. Finde ich auch sehr schön. So, Kräuterarzt. Ich hatte in den letzten Folgen Kräuterarzt gebaut. Das heißt, ich werde jetzt mal das Podest platzieren von dem. Wo ist denn das überhaupt? Da. Weil, Herr Kollege Schnirschow, du kannst dich auch direkt nützlich machen. Dich setze ich am besten hier direkt neben das Feld. So, und die Schmiede setze ich am besten auch direkt hier vorne irgendwo hin. Das kann ich ja nachher abreißen und verkaufen. Lagerfeuer kann direkt hier mit hin. Ne, warte mal, wo lagert er das? Setzen wir mal hier hin. So, ich habe genug zu tun. Ja, bei mir wollen sie auch nicht wirklich was machen. Ja, doch, sie machen doch. Also bei mir machen sie doch. Das ist der Kräuterarzt, Ja genau, der Kräuterarzt hat gerade die Werkbank gesetzt. Tägliches Update. Ja, klar, fehlt noch ein bisschen was, ich weiß. Machen wir mal direkt, dauerhaft 10 Heiltränke. Achso, das ist ein Behälter, den ich herstellen kann. Okay. Ja, doch, jetzt werden sie langsam mobil.
Jetzt räume ich mal das Lager. Du hast genügend Geld dabei. Lagerschlussverkauf am ehrlichen Gaming. Jawollo. Aber wieso kann ich keine Blümchen verkaufen? Ich möchte gerne Blümchen. Da sind alle Blümchen. Verkauf alle. Oh, jetzt habe ich aus Versehen alle Blümchen verkauft. Ups. Okay, was kann ich denn noch so loswerden? Das, die ganzen Erze hebe ich mal auf. Hier können wir noch alle speichern. Hier kann ich noch alles verkaufen und den Rest hebe ich mal so ein bisschen auf. Ach schon, habe ich ein paar Taler mehr auf der Tasche. Sehr schön. Das Lager hat sich auch gut gelichtet. Jawohl. Irgendeine Idee hatte ich gerade noch. Ich weiß noch nicht mehr welche. Du stellst mir mal bitte... zehn Stück davon her und ich hätte gerne immer drei im Lager. Davon kannst du mir auch 10 Stück herstellen. Ich hätte gerne auch davon immer drei im Lager. So, und davon kannst du mir auch noch einen machen. Der kann auch gerne nach ganz oben. So, dann haben wir das nämlich auch. Ich wollte trotzdem noch irgendwas machen. Vorsetzen, Mauer bauen? Nee, das nicht mal. Was denn für eine Mauer? Ja, geil, ne? Du weißt schon, dass du da noch eine Treppe irgendwie reinsetzen musst, Herr, ne? So alles gut, kommt noch. Ich sag's dir ja nur, ne? Hab genügend Bauvorlagen dafür da. Ich hab auch genügend Bauvorlagen. Stadtwert, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Platzieren. Eine an der Wand befestigte Fackel. Okay. Kannst du mir die da draufsetzen? Ja, dann geht doch was essen, wenn ihr Hunger habt. Seid ihr blöd? So, dann machen wir hier noch ein bisschen Beleuchtung rein. Und hier. Alles klar, da ist wohl ein bisschen was verrutscht, wa? Wo? Ne, die Steinfackel, die ich normalerweise auf den Fußboden setze, die will er bei mir in die Wand haben. Ach nee, Turmfeuerbecken waren die ich setzen wollte. Verdammt. Aber der nächste Dorfbewohner kommt. Also ist noch alles im Rahmen und alles gut. Nelvin, mein Freund. Ein Forscher nähert sich. Halt. Wo ist er? Da. Vogelbäder. 9 hölzerne Fenster. Okay, Attacke. Du stell mir mal 9 Stück schnell her und wir brauchen ein bisschen Holz. Das heißt, Freunde. Warum baut ihr nicht weiter? Schnell ein paar Bäume fällen. Das könnte klappen. Eventuell haben wir gleich ein paar Tragesklaven. Ich hole den einen oder anderen, ja. Sklaventreiberei. Ja, moderne Sklaventreiberei. Knurrende Wölfe erscheinen. Oh. Wo denn? Oh, Gott sei Dank, ganz oben. Da ist mir das egal, da dürft ihr bleiben. Könnt ihr von mir das versauern.
Mysteriöse Nachricht, okay. Ach, dann hast du da hinten das Goblin-Lager über den Haufen geballert. Nee, das da links neben mir, das war... Die sind abgezischt und das andere hast du weggemacht und da sind schon wieder welche. Dann machen wir mal ganz schnell eine Angriffsbewegung hier hin. Die müssen weg. Wenn du die siehst, direkt wegmachen, ansonsten überfallen uns gleich da irgendwelche Wölfe. Spiel steht. Ja, speichern. Achso. Wo sind meine Leute? Ah, jetzt kommt's mal. So. Wie läuft das hier so? Ach, da ist er gerade dabei, okay. Wo sind meine? Nur einer ist von dir da, jetzt kommt der zweite von dir. Früher hatte ich auch mal einen Bogenschützen. Hab ich jetzt Ende? Kapuf. Was hast du da eigentlich vor, mein Freund? Das weißt du selber nicht so genau, ne? Wer denn, wo denn, was denn? Nö, mein Soldat hier, der ist so ein bisschen doof an der Bühne. So wie der Herr halt, ne? Ja, aber meine sind im Gegensatz zu dir wenigstens produktiv. Sind produktiv. Ja, ich wollte gerade sagen, sie sitzen und fressen, aber du hast auch wahrscheinlich wieder 300.000 Aufgaben verteilt und wunderst dich jetzt auch mal so nicht aufhören. Das ist Quatsch. Das habe ich gelernt, das mache ich ja schon nicht mehr. Wenn ich mir so angucke, ist aber auch sportlich. Die machen da drin, da ist ja nichts mehr. Das ist nur das Haus, die hast jetzt ein Haus und dir bauen. Ein Haus, und zwar den Koch. Bisschen Stadtwert hätte noch gefehlt. Schade. Schade, du Made. Er fordert einen platzierten Schmiedeamboss. Ich krieg eine neue Waffe. Ich krieg eine neue Waffe. Dann mach doch einfach meinen auf Platzieren. Aber es wird ja langsam. Habt ihr einfach nur keinen Platz mehr für Essen? Kann das sein, dass ihr das nicht mehr lagern könnt? Das ist nur so eine Vermutung. Hier los? Jawohl. Jetzt habe ich hier Wölfe bei mir im Lager. Na, dankeschön. Gieren her. Ja, die haben sich einfach mal angeschlichen. Oggi. So, hau um den. Sehr schön. Jetzt auf den Oggi rauf. Soll ich dir Hilfe schicken? Nö, geht. Oder? Die machen aber auch eine geile Taktik. Hinlaufen, drauf, vom Weglaufen. Hinlaufen, drauf, vom Weglaufen. Okay, hat funktioniert. Könnte dir mal bitte jemand aufhelfen?
Ist auch okay, lass ihn einfach liegen. Ist mir scheißegal, dass wir verrecken, den Typen. Ne? Hallo, Leute, dem müsste mal jemand aufhelfen. Wie sich einfach keiner für ihn interessiert. Mein Schreiner. Er schreit nicht mehr so. Hol doch mal einer den Schreiner. Oh, endlich. Kurs vor Abnibbeln. Mein schöner Schreiner. Haben sie dem einfach eins auf den Sack gegeben? Wieso rennt er auch da hinten rum? Trottel. Geil. Pack den verletzten Schreiner ins Bett. Da ist noch ein anderer Schreiner. Was macht er? Alles klar, weißt du was? Ich pack mich daneben. Ich bin müde. Er wollte ihn halt nicht alleine lassen. Das ist schon ein hartes Stück, ey. Ah, das ist schon Leistung. Nicht schlecht. So, ihr müsst immer noch den Amboss platzieren, ne? Herr Schmied. Er hätte voll die Roboterhand da. Ja, perfekt. Platzieren. Platzieren. So, wenn es Trageaufgaben sind, kann der die meistern. Meister. Okay, das hieß ja aber, wenn ich jetzt das Gebäude wieder bauen lasse. Luke, das Wölfe. Luke? Ja, wo? Ja, bei dir im Lager. Da hinten beim Fischer. Ich hab das nicht. Ich guck die ganze Zeit, wo denn im Haus? Hä, wie das denn? Ay caramba, ey, ay caramba. Ja, nicht schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich schmeiß mich hier gleich weg. Luke, du hast Wölfe. Keine Reaktion. Ach, Antworten? Wozu? Warum auch? Ist hier alles... Ich könnte mich schon wieder aufregen. Aber naja. Ach verdammt, nein, nicht die da. Ich bin schlau. Wieso? Guck gerade aufs Handy, um zu gucken, wie lange wir noch haben. Ja, Timer nicht mal gestartet. Ach, macht ja nichts draus. Auch das darf mal vorkommen. Ja. Passiert den Besten. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Mich, das freut mich. So. Und der muss noch Tränke weiter herstellen hier. Ah, Bandagen. Davon darfst du mir gerne Dauer auf 10 ins Lager packen.
Händler nähert sich eurer Stadt. 6 ledergebundene Truhen für 7 Vogelbäder. Nö. So, wie weit ist die Hürde? Da fehlt nur noch die Schmiede, dann fehlt ja nur noch der Amboss und das Schild. Okay. Also das Schild hat er hier. Amboss und Schmiede hat er hier. Ey. Oh, Speicher-Handy. So. In der Reihenfolge bitte. Der Händler ist zurück. Nein, ich habe keine 3 Hacken. Ich wollte dich einfach nochmal wiedersehen. Wildschweinfell. Oh, ein quiekt hier oink oink. Joa. Hat man mal, ne? Plüschhase. Ich habe Plüschhasen. Doch mal der Plüschihasen. Der kommt dahin. Ha, den Hasi Plüsch. Oh, und Dennis der Bewohner. Hast du? Ja. Oh Mensch. Ich bin jetzt bei 15. Ich bin bei 17. Ja gut, ich habe auch 2-mal abgelehnt. Das wird mich jetzt belasten. Also. Mich an deiner Stelle wird das hart belasten. Ich mache ja schon wieder nichts, ey. Was ist? Ich glaube, das ist einfach nicht mein Spiel. Nee, bei mir machen sie momentan aber auch nichts. Vielleicht, weil Winter ist oder so. Beziehungsweise habe ich manchmal so das Gefühl, die schlafen und essen mehr, als dass sie arbeiten. Ja. Da muss man mit strammer Hand regiert werden. Man kann ja auch blöderweise keine Uhrzeiten einstellen, von wann bis wann sie frei haben sollen oder so. Das wäre auch genial. Das geht bei Pimperborn. FSK 18. Bei Timberborn. Timberborn? Ah. Da geht das ganz gut. Da kannst du die Uhrzeiten einstellen. Für die Matches, weißt du? Mhm. Ab wann sie denn was schaffen sollen und ab wann sie denn schaffen sollen. Timberborn, ja, nee. Das fehlt hier eindeutig. Schade drum, aber das Spiel als solches ist geil auf jeden Fall, da kann man nichts gegen sagen. Sind zwar alle ein bisschen kernbehindert, die Pibis hier, aber hey. Aber hey. Das passiert halt, happens. Das passiert halt, wenn der Entwickler direkt sagt so, oh, guck mal hier, die Aces, oh, guck mal, fertig. Ja. Ne, das ist immer so der Haken an der ganzen Geschichte. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Ach, die Türen haben sie auch eingetreten. Ich kann mir ein Haustier kaufen. Mach doch. Nee. Das sagt der eine zu dem anderen. Oh, so eine Tür wäre jetzt echt nice. Na ja, dann stell doch eine her, du Dusselkopf. Warum? Sei doch einmal in deinem Leben flexibel. Guck mal, dauerhaft 3 Türen im Lager, bitte. Problem gelöst. Ah, er macht endlich das Schild. Den Hammer hat er anscheinend auch schon fertig. Sehr schön. Und jetzt haben wir auch noch Gewitter, ja, perfekt. Er läuft. Ja, alles wie sonst. Und ich glaube, 3 Pippis hauen gleich ab. Oder verkriechen sich, weil sie kein Gewitter mögen. Und war das mal.
Ach, Steiner, der Versorgungstisch fehlt noch dreimal. Ja, sag doch was. Da brauche ich Level 3 für. Tägliches Update. Reicht natürlich nicht. Standarder Versorgungstisch, der war ziemlich weit oben, ne? Hier. Ja. Erfordert ein Steinmetzpodest. Habt ihr nicht mal ein Podest dahingesetzt? Leute. Ich ein Podest gebaut? Ist ja kein Wunder, dass das hier nicht vorwärts geht. Oh, Speicherhenne. Schneller, schneller. Speicher mich ab, du Tinderborn. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Was ein Match, du, was ein Match. Oh, Junge, Junge, Junge. Das darf gar keinem erzählen, ne? Zu blöd, dass das eine Aufnahme ist. Psst. Ich kann ja nicht mal sagen, ist zensiert oder so. Ja. Ja. Hob dich aus. Du Goblins. Ach, da oben, okay. Wenn Rudel hungriger Waschbären. Also wenn der Steinmetz dann heute nochmal Lust hat, dann baut er mit Sicherheit auch irgendwann nochmal. Wo ist der Fresser eigentlich schon wieder? Also, wenn meine Bauarbeiter endlich mal wieder Lust hätten zu arbeiten. Ja, irgendwie haben die das eindeutig zu gemütlich. Oh, ein Bronzeschild. Da stelle ich aber gleich zwei Stück von hier. Bin gerade dabei. Mir eine Bronzerüstung zu machen. Ja, bronzene Brustplatten und so, dafür brauche ich noch Fadenrollen, die habe ich nicht. Oh, ich auch nicht. Aber doch, vier Stück habe ich. Okay, ein Ritterschild herstellen. Ingenieur herstellen. Da brauche ich zwei Stahl. Vier, sechs Stahlbarren brauche ich. Okay. Du vier. Haustiere. Ich kaufe ein Schaf. 600 brauche ich. Gut. Verkaufen. Oh, ich werde angegriffen. Belastend. Ja, ich frage mich nur, wo. Oh, von so einem Egelviech wieder. Es ist ja schön und gut, dass du Hunger hast, aber wie viele Herzen hast du noch? Ja, aber mit diesem wundervollen, ich wollte gerade sagen Eingriff, mit diesem wundervollen Angriff beenden wir denn jetzt diese Folge. Ihr Lieben, wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren und Spaß dran habt, dann lasst uns gerne wohlwollenden Kommentar da. Abonniert auch gerne den Kanal. In deren Träumchen, vergesst die Glocke nicht. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in Timberborn. Stonehearts, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.